So, wir sind zurück mit unserem zweiten Teil des Let's Plays von Zelda the Minish Cap. So sieht's aus. Also eigentlich ist es ja nicht der zweite Teil, es ist der vierte oder der fünfte Part. Fünfte, vierte? Na, ist der zweite Teil? Ja, nach unserer Aufnahmepause. Wir genau, waren nach unserer Aufnahmepause. Kurz und ein bisschen was essen gewesen. Genau. So. Beim Italiener. Wo ist jetzt A und B? Hier ist links und rechts und hier ist A und B. Okay. Wir haben gerade getauscht die Plätze. Jetzt spielt der Johannes. Genau. Und da wollen wir da mal schauen, ob der sich genauso wacker schlägt. Ja! Noch Fragen? Die alte Sau. So muss es beginnen. Komm her. Und Zagawa. Und Zagawa. Kann ich hier rein? Nee. Ist einfach nur eine dunkle Stelle im Gebüsch. Mit einem Spanner. Zack, zack. So. Wir haben natürlich nicht jetzt darauf geachtet, wie lange wir schon aufnehmen. Wir wollten eigentlich die Zeit stoppen. Das machen wir jetzt mal spontan. So, okay, ich hab jetzt genug Pflanzen kaputt gekloppt. Ich gehe einfach mal hier ins ominöse Haupthaus. Genau. Und spreche mal mit... Schlag erstmal den... Oh, er kann Deutsch. Nanu, du siehst ungewöhnlich aus. Bist du etwa ein Mensch? Es ist lang her, dass ich ein Mensch hier war. Dass ein Mensch hier war, würde ich ja sagen. Ich verstehe eure Sprache. Ja, ja. Mein Name ist Vesta, der Priester. Und ich wache über den Schrein hinter mir. Du scheinst Probleme zu haben, da du unsere Sprache nicht verstehst. Südlich von hier ist ein Fasshaus. Dort gibt es eine Quatschbirne. Na, die kennt man ja, die gute alte Quatschbirne aus dem Kühlschrank. Ja. Aus dem Tiefkühlregal. Wenn du die Quatschbirne isst, kannst du unsere Sprache sprechen. Ja, ja, so ist das. Dann suchen wir uns die Quatschbirne mal. Ab zum Fasshaus, würde ich sagen. Das gute alte Fasshaus. Aber mach hier mal kein Fass auf. So. Roll dich mal. Weißt du, wie man rollt? Nein. Nee, mit R, genau. Bam, da ist rollen. Ich wollte dich kurz testen. Das sieht... Glaubst du, das ist das Fasshaus? Jo. Trocknik etzigwa. Ja, alle vom Teufel hier besessen. Da war der Satan, nee, wie heißt der gute Herr? Der Exorzist war lange nicht mehr im Dorf. Ja, die versperren hier alle Wo die Wege. Wo ist das nördlich von hier? Achso, jetzt habe ich gar nicht gelesen, um ehrlich zu sein, weil ich mich aufs Lesen konzentriert... Also, gelesen habe ich schon, aber ich habe mich aufs Lesen konzentriert und nicht auf den Inhalt. So rum. Nee, achso, meinst du raus, ja? Mhm. Dann wieder durch die schöne Landschaft, die wir vorhin schon gesehen haben, mit den Eichen und die sich jetzt einfach nur auf der linken Seite widerspiegeln. Ich kann ihn ausweichen. Wow, wow, wow. Kennst du noch dieses Hugo von damals, wo man anrufen konnte und dann... Eieiei. Und da war das ungefähr genauso. Aber guck mal, wenn du ein bisschen hochläufst, lauf mal ein bisschen hoch, da ist doch ein Weg nach links hin, durch das Dorf hindurch, oder? Glaubst du, man kommt vielleicht doch da oben lang? Könnt's ja mal probieren. Wir rollen. Keep on rolling. Hör, hör. Genau so. Ist irgendwie putzig. Also, ich meine, stell dir mal vor, in echt würde auch jemand so lang laufen. Mach ich jeden Morgen. Ja, gut, ja, du. Ich rede ja ich rede auch von normalen Menschen. Nee, vielleicht anders an? Aber da. Nee. Nee, siehst du, da geht der Weg weiter, oben links. Stimmt. Und da kann man ja auch eigentlich rein, das ist komisch. Ach, da ist ein... Da geht's bestimmt nur mit der Quatschbirne lang oder so. Ich will die Quatschbirne. Die gottverdammte Quatsch. Gehen wir nochmal hin und fragen nochmal. Wir haben's, also ich habe es jetzt nicht richtig gelesen, was er eigentlich gesagt hat. Okay. Keine gute Idee. Aber ich habe kein Leben abgezogen. Ja, ist komisch, ne? Also wenn wir klein sind, scheint uns Wasser nicht allzu viel auszumachen. Nein, das hatten wir schon. Scheint Probleme zu haben, unsere Sprache nicht verstehen. Südlich von, sag ich doch südlich, in Süden war ich doch richtig, oder was? Hast du nicht vorhin noch nördlich gesagt? Ja, aber südlich habe ich gemeint. Na, also. Ha, hö. Sind die Combo-Attacken. Da ist doch das Fass. Ist es da? Oh, da ist sieht so aus, ja. Miau. Ist das die Quatschbirne? Ich weiß es nicht.
Ruhe. Hier ist ein krasses Rätsel. Ja, ich hab schon verbockt. Ich glaube auch, ja. Ja, da müssen wir nochmal raus, würde ich sagen. Und wieder runter. Was passiert hier immer? Zack. Schwieriges Rätsel. Was haben wir denn da? Ah, das bist du wieder, oder? Okay. Oh, Kindchen. Das ist die Quatschpfanne, von der Fester erzählte. Nun lass uns gleich mal davon probieren. Da-da-da-da! Ist die Quatschpfanne. Du kannst mit den Minisch reden. Danach kann man auf jeden Fall mit dir reden. Danach. Kann ich noch was essen? Ja, ne? So ein bisschen. Es ist auf jeden Fall schwieriger zu reden und gleichzeitig zu spielen. Definitiv, das glaube ich dir. Ja, nicht. Oh, die haben sie schon gegessen, das hat er noch gar nicht gesagt. Der Älteste sagte, die Menschen von heute können uns nicht mehr sehen. Unglaublich, dass du uns sehen kannst. Geh mal unten lang, vielleicht ist da was Schönes. Oh, nee, unten da. Ja, genau. Oh, was Schönes. Nur Blätter, das ist einfach was da anderes. Ja. Gut, wir hätten auch da lang gehen können, okay. Schreiten wir fort. Wir Minisch leben an verschiedenen Orten, in ganz vielen irgendwas. In Stadt Hyrule leben auch Minisch, okay. Die unwichtige Informationen werden von uns schneller weggedrückt, habe ich jetzt das Gefühl. Hast du doch vorhin festgelegt. Du sprichst die Sprache der Minisch. Hier gibt es zwar nichts, aber bitte bleibt doch und ruht euch aus. Nein, nein, vielen Dank, aber wir sind in Eile. Mein Name ist natürlich Ezlo. Das ist Rafu. Wir müssen Prinzessin Zelda vom Fluch des Hexenmeisters befreien. Wir wollen das zerbrochene Schwert der Minisch hier reparieren lassen. Och, so ist das. Ihr seid gekommen, um das Schwert reparieren zu lassen. Das heilige Schwert zu erschaffen, braucht ihr die vier Elemente. Die Elemente enthalten die Energie dieser Welt in konzentrierter Form. Man kann diese Kraft auf das Schwert übertragen, weil es das heilige Schwert ist. Achso, ich kann euch auch sagen, wo sich die Elemente befinden. Und zwar da, da, da und da und da. Und noch da zwei. Auf eurer Karte. Auf eurer verdammten Karte. Die wir dann nicht mehr haben. Das Erdelement ist im Schrein nördlich des Palastes des Priesters. Priester Fester wird euch sagen, wie ihr zum Schrein kommt. Im Schrein wohnen inzwischen Ungeheuer, deshalb gebt Acht. Gebt Acht. Wenn ihr das Erdelement gefunden habt, kommt ihr wieder hier zu mir. Okay, super. Ich will aber nicht, ich will aber nicht, ich will aber nicht, ich will aber nicht, ich will aber nicht. Oh, Entschuldigung. Ich kann mir richtig vorstellen, wie deine Stimme sich jetzt nie wieder zurückverändert. Und du natürlich verändert sie zurück, aber gut, das gemacht, Mann. Scheiße, ey. Das kann ich wieder, das ist... Also ich habe schon festgestellt, die Zelda-Spiele, ne, die fangen immer mit demselben Kram an. Mit demselben Muster sozusagen. Ja, also es beginnt immer mit einer frohlockenden Atmosphäre, in der sich der Held in seiner alltäglichen Atmosphäre befindet. Ich hab das jetzt doppelt gesagt, aber ich, ja, ist mir super. Ist das Besseres eingefallen. Ja. Dann passiert etwas Ungewöhnliches und er wird entweder geschrumpft zum Werwolf oder was weiß auch ich. Häufiger zum Werwolf. So. Achso, wir müssen mit dem Priester reden, ne? Bin ich erst so früh rausgegangen? Ja. Warum sagst du es jetzt erst? Um ehrlich zu sein, war ich so beeindruckt von deiner sprachlichen Qualität als Synchronsprecher. Ja, super. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, du hauchst sehr doll auf die Tasten rauf und dadurch stören wir unsere Aufnahme ein bisschen. Das ist der Priester. Ich glaube nicht. Die Vorfahren von uns Minisch werden schnell weggeklickt. So, jetzt hier, komm. Nee, jetzt will ich auch nicht mehr. Okay. Aber die waren auf jeden Fall vor langer Zeit durch ein Tor mit der Menschenwelt verbündet. Connected. Ja. Die haben nämlich krasse Connection, diese Minish-Typen. Guck mal, jetzt, wo wir die Sprache sprechen, ja, können wir in alle Häuser rein. Also das zeigt doch, wie rassistisch diese verdammten Minish eigentlich doch sind. Du Will. Ja, ab zum Schrein. Tja, was auch sonst, ne? Ich meine, er geht einfach zur Seite und dann können wir da lang. Vorher ging es auch nicht, ja. Da waren wir ja noch Ausländer quasi, konnten die Sprache nicht sprechen. Aber jetzt darf man. Wow, was ist da? Da müssen wir bestimmt wieder groß sein, um das zu nehmen. Denke ich auch. Warte mal, apropos groß sein, das ist eine gute Idee. Nee, kommen wir nicht, ist besser, ne? Aber wir verlieren den Herz, das ist super. Ne, das können wir ja dann noch holen. Der Schrein. Der Waldschrein. Wie alt ist der Waldschrein?
Hier soll ein Monster leben. Was ist zu zögern nicht? Ich bin ja bei dir. Na gut, dann gehe ich eben vor. Nein, warte, wir gehen zusammen. Du bist ja auch auf unseren Kopf festgewachsen. Wie soll es auch anders sein? Natürlich, es ist total logisch. Also Krüge gehen nicht kaputt, wenn man mit Schwert drauf kloppt, aber wenn man sie einfach bloß gegen die Wand schmeißt. Ja, und Gras geht natürlich kaputt, ne? Das sind halt so eine elastischen Krüge. Netze gehen natürlich auch nicht kaputt. Netze gehen nicht kaputt, generell nicht. Aber überall Herzen drin, das ist schon mal schön. Ja, wo wir so viel dringend welche brauchen. Ja, jetzt natürlich. Das ist natürlich sehr dumm vom... Es ist sehr dunkel, man sieht ja gar nicht, was um sich herum passiert. Jetzt mache ich dich erstmal alle platt. Würde ich auch sagen. Weil die sehen mir so nach zum platt machen. Ich habe es aber nicht gefragt, ob sie platt gemacht werden wollen. Also von der Warte. Das ist sehr unfreundlich von dir. Tja. Müsst ihr bestimmt hier... Oh. Da gehen sie an, die Fackeln der Olympiade. Was kann denn drin sein? Also da ich hier oben ein Schloss sehe, müsste es ein Schlüssel sein. Ich bin mir nicht sicher, aber das Schlüsselsymbol unten rechts würde vielleicht auch darauf hindeuten. Manu, verschlossene Tür. Sowas aber auch. Also für diese Information hätte ich mir jetzt gerne einen Orden gegeben. Kleiner Schlüssel. Ja, sehr gut. Den nehmen wir doch mal, um das Schloss aufzuschließen. In diesen Dungeon. Dungeon. In diesen sehr dunklen Dungeon. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt so ungefähr 11 Minuten aufgenommen, würde ich mal behaupten. Und tja, aber da muss ich ja schnell mit einem blauen Rubin abstauben. Auf jeden Fall. Wir machen hier noch das hier zu Ende, das Türchen, würde ich sagen. Und dann gehen wir in den nächsten Part über. Kann man den Hebel vielleicht herausziehen? Drücke R, um den Hebel zu greifen. Drücke zusätzlich Steuerkreuz, um zu ziehen. Okay. Dann muss man multitaskingfähig sein, auf jeden Fall. Jetzt aber schnell. Ah, den muss ich bestimmt auch langziehen. Und dann bam. Ich gucke jetzt gerade mal vorne auf die Spitze des Dings. Das finde ich irgendwie eine komische Bewegung da vorne. Definitiv, ja. Also man kann da auch ganz andere Sachen drin sehen, wenn man das möchte. Das geht auch. Das ist super. Sparen wir ein bisschen Energie von unserem Schwert. Ja, die gute Schwertenergie. Gut, und dann würde ich sagen, in dem Raum hier schalten wir erstmal auf den Part 2, oder? Also auf den nächsten Part, so rum. Ja. Wir tun mal so, als ob wir noch nicht in den Raum gewesen sind und wir wüssten jetzt nicht, dass da irgend so ein Pilztyp ist. Der da irgendwas ausmistet. Ja. Ja gut, dann würde ich sagen... Warte mal, ich gehe noch hier rettend hoch und dann hier oben bleiben wir. Das ist ein riesiges Fass, ja. So. Wir sind so klein. Okay. Da müssen wir uns bestimmt wieder größer machen. Und wer sehen will, wie wir uns größer machen, ja? Der schaltet auch beim nächsten Mal ein, wenn es wieder heißt Zelda The Minish Cap. Let's play together. Wollen wir es nochmal zusammen sagen? Ja. Nein. Du dachtest jetzt, ne? Jetzt dachte ich. Ja, so. Dann bis gleich.